Bardock. Stell dir eine Zukunft vor, in der die Menschheit so mächtig wird, dass sie individuell Tausende von halbempfindungsfähigen Maschinen auf einer ganzen Welt kontrollieren kann. Jetzt stell dir vor, dass die Menschheit fähig wäre, individuelle Partikel über Zeit und Raum hinweg zu manipulieren, um Welten mit diesen Maschinen zu besiedeln. Was glaubst du, was wohl passieren würde? Du glaubst, dass ein endloser Krieg durch die Sterne toben würde? Du hättest recht. Ja, wir sind heute bei Ashes of the Singularity Escalation, weil das wird nur noch im Multiplayer gespielt, also klassisch gar nicht mehr. Und es sind jetzt so um die 60 Spieler online. Ja, wir haben es heute den 30.09., 1.37 Uhr. Ja, ich bin mit dem Dicken am Start, der hat ja auch einen YouTube-Channel. Könnt ihr ja mal auschecken. Ja, mit dem zocke ich jetzt im Multiplayer. Einfach rechts vom Video gucken. Nee, ja. Auf dem Kanal. Und das wollen da wir jetzt auch starten. Geht los. Jo. Benutzer definiertes Spiel. Private. Ach, hier sind ja auch schon drei Spiele sind in Gange. Ja. Man muss ja dazu sagen, unsere vorhergehende Runde ist mal wieder ein bisschen missglückt. So, es ist auch der Slot offen. Ich hab das auch gleich mit der Einladung. Hat er alles gespeichert. Da haben wir es nämlich vorhin schon mal gespielt. Und ja, da ist das Spiel abgestürzt, leider. Ja. Aber wahrscheinlich, weil meine Grafikeinstellungen zu hoch waren. Die Farbe ist auch alles noch gespeichert. So, starten will ich aber auf 2, so. Oder auf 1. Ja, und sonst hier Kartensichtbarkeit ist alles gespeichert vom letzten Mal. Wir gehen auf 7 Punkte VPS aus, das bedeutet, seht ihr ja, ein Kampf auf Leben und Tod. Zocken wir. Gut, dann starten wir, ne? Jo. Alles klar. Ja, und wir werden alle 10 Minuten zwischenspeichern, falls das Spiel abstürzt, dass wir weiter zocken können an dem Punkt, meine lieben Freunde. Ja, und ich zeichne jetzt auf der internen auf und nicht mehr auf der externen, wo das Spiel drauf ist. Das soll noch was bringen. Denke ich auch. So, es geht los. Ja. Habe ich 200, über 200 Bilder pro Sekunde. 120. Ja, ist doch perfekt. Ja, perfekt, ja. Ja, war vorhin zu hoch angestellt. Da hatte ich ja nur 60 Bilder oder so. Oder 50.
Wer soll mal den schnell helfen? Nicht genug Metall.
Hä? Hast du die Baugeschwindigkeit erhöht? Wieso? Nö, da ist alles gleich geblieben. Okay. Nichts verändert. Nicht genug Metall. Nicht genug Metall. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik.
benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Ich speichere mal ab. Jo. Ach, ich kann auch in der Cloud speichern, das ist nicht wunderbar. Genug Uran. Ja, bei mir ist Speichern ausgegraut. Also das kannst wirklich nur du. Ja, also gut so. Wir benötigen mehr Logistik.
Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Thank you.
Wir benötigen mehr Logistik. Quantenupgrade installiert. Hängt das gerade? Ja. Wahre ultimative Verbindung Macht. Zum Server. Verloren. Bei dir? Das steht bei mir da. Das ist wirklich abgespeichert. Laden wir das jetzt mal, ne? Jupp. Na, warum war das hier nicht drin? Nee, das ist bei Wiederholung gespeichert. Dann müssen wir das bei Wiederholung laden machen. Lade mal. Nee, was anderes. Mehr Spielregister rein und dann unten Spiel laden. Ach so. Mehr Spieler reingehen. Villa. Villa. Da so. Müsste das drin sein, oder? Warte mal. Save. Das muss es gewesen sein. Autosave. Testen mal, ob das hier ist. Brauchst du bis von der so, Zeit muss, das letzte halt. Muss ich wieder einladen jetzt. Lade ich mal ein. So. Wieder reinkommen und dann gehen wir gleich wieder rein jetzt. Wieder bestätigen, genau. So. Hast du einen Modem Reset gehabt? Gut, das muss rausgekriegt haben mit dem Speicher. Ja, dann läuft das auch. Also dann muss man immer machen. Dann hat man mit dem Spiel keine Probleme. So. Jetzt muss ich überlegen. Mal weitermachen. Nicht was genug Metall. Ja. Nicht genug Uran. Wir benötigen mehr Logistik. Quantenupgrade installiert. Thank you.
Nicht genug Metall. Nicht genug Metall. Was denn? Er ist nicht ganz zeitnah gewesen, aber macht nichts.
speichere ja nochmal ab jetzt, ja? Jo. Quanten-Upgrade installiert. Ja, die bauen hier was das Zeug halt. Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert.
Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Ey, geht das wieder los da oben auf dem Berg? Ja. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik.
Wir benötigen mehr Logistik. Quanten-Upgrade installiert. Okay, da komme ich mit den kleinen Gefusel hier nicht weit. Nee. Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Alter, da hat sich jemand eingeigelt da hinten. Okay. Ja.
War ich ja nochmal? Der Gegner hat eine Region erobert. Was ist das? Juggernaut-Start initiiert. Quanten-Upgrade installiert.
Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Ah, der Rising ist runtergeladen. Ich würde euch freuen, meine lieben Freunde. Da werden wir heute noch zum Schluss nochmal richtig gechillt. Ein paar Zombie-Schnetzel. Dem lieben Tigran. Schniechner Schnitzel. Hö. Quanten-Upgrade installiert. Feindlicher Juggernaut entdeckt. Quanten-Upgrade installiert. Hat bei dir die Erde auch gerade so gebeten? Ja. Ist das normal? Glaub schon. Ach, das sind die Bomben, was die Dinger abwerfen jetzt. Ja, die sind ja mächtig, die Bomber, du. Oh, die hauen gut rein. Quanten-Upgrade installiert. Ich weiß jetzt bloß nicht, was diese langen Strecken genau machen. Ja, die sind für den Boden und die anderen gibt natürlich auch noch andere, ne? Ja, ja, diese ja, wie Artillerie oder was das ist. Ich weiß nicht, wo die drin waren. Thank you.
ja, bevor ich noch mehr Einheiten schrotte und ich gesehen habe, oh, Quote, er hat kaum Luftverteidigung, dann mache ich über die Luft. Ja, ich habe die Türme nicht richtig ausgebaut. Gehabt. Für Luftverteidigung. Juggernaut-Start initiiert. Menü? Was? Nanu? Habe ich gesagt. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Die denn immer mal zwischendrin auf weiterzumachen, verstehe ich nicht. Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Quanten-Upgrade installiert. Vor allem meine Zahlen da oben. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Ich weiß gar nicht, wie viel Plus ich Minus eigentlich habe. Ei, ei, ei.
Geht krass ab, ey. Start initiiert. Quantenupgrade installiert. Start initiiert. Mal die Lage da oben checken. Oder unten, je nachdem, wie man sieht. Ja.
Quanten-Upgrade installiert. Ich ja mal lieber. Ja. Gegnerisches Dreadnought entdeckt. Quanten-Upgrade installiert. Alter, sind die stark, ey. Die sind gut, oder? Habt ihr gar keine Chance, Alter. Überhaupt nicht. Die machen ja alles platt, ey. Was sind denn das für Geräte, sag mal? Die sind hochgepusht. Stufe 16. Stufe 16? Ja. So eine starke habe ich nicht gehabt. Das werde ich ja wohl verlieren, ey. Die ist blöde ist halt nur, die haben keine Luftverteidigung. Integriert. Ja, alles mögliche an Waffen haben die, aber nicht sowas. Mann, was sind die stark, ey. Ja, gut, ja, jetzt, bevor sie fliegen gehen. Schon, jetzt haben sie schon 3 Sterne. Sternejäger. Alter. Bum, 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 bum. Kann aber auch was einstecken, ey. Na gut, die Kleinen machen nicht viel aus, ne? Nee. Aber ich glaube, wenn er durchgekommen wäre, könnte sein, aber die sind schon auf der Hälfte fast. Die brauchen aber
die lebend. Weil ich weiß nicht, was du da hinten noch hast. Ich sehe es da leider nicht. Juggernaut-Start initiiert. Die haben aber auch Kniften dran, du meine. So, was machen die anderen da hinten? Die sind fertig. Ah, man sieht ja am Punkt gestanden. Ich habe keine Chance sehen. Die haben plus 313, also 313% Schaden haben die und 288% Verteidigung. Hm. Aber ich finde diese Langstrecken Dinger nicht. Das war doch, glaube ich, der Wachturm, oder nicht? Den Baus, dass der dann so Artillerie macht. Weiß ich nicht, ja. Das blaue Symbol. Ein Kampf-Upgrade. Quanten-Upgrade, ja. Und dann hast du Kampf-Upgrades, genau. Da bist du auf Stufe 16? Ja. 16 und 14 ist Ding. Ja, dann musst du diese Quantendinger bauen. Dann kriegst du mehr. Quantenverstärker. Ja. Dann kriegst du mehr. Start initiiert. Wir benötigen mehr Logistik. Schon wieder Logistik. Ja, Spiel ist geil. Ja. Das bockt auf jeden Fall. Alter, das wird ein langes Let's Play, aber ich habe ja auch intern gesagt.
Okay, die nächsten Einheiten habe ich schon mal programmiert, was sie zu tun haben. Dann gehe ich mal eben wohin. Juggernaut-Start initiiert. Komme ich ja genau perfekt wieder, jetzt sind wir gerade fertig. Mit Shift weißt du, wie das geht, ne? Shift gedrückt halten und dann mehrere Punkte machen und Aufgaben zuteilen. Ja, das habe ich aber noch nicht gemacht. Ah, okay. Nee, macht das ständig, weil sonst musst du die ganze Zeit immer nur Herr sein. Naja, deswegen bin ich auch zu langsam. Ja, mit denen sah auch die Ressourcen aus. Mit den Großen da, da ist ja so viel. Quanten-Upgrade installiert. Ja, ich komme langsam auch besser rein ins Spiel jetzt. Also lernen von Spiel zu Spiel. Quanten-Upgrade installiert. Thank you.
Also meine Wirtschaft boomt. Aber meine nicht, also. Jetzt haben wir noch Schilder hier rangemacht. Also dieses Nano-Netz-Batterie. Gibt nochmal 2000 Dingsbums mehr. Also 2000 Trefferpunkte. Also das Premium-Pilz von Lidl, das schmeckt astral, ne? Dosis immer noch nicht alle. Trinke ich schon die ganze Zeit, immer ein paar kleine Schlucke. Mhm. Feindlicher Juggernaut entdeckt. Oh, da kommt schon die Ballistik aus. Juggernaut-Start initiiert. Ich habe hier auch nichts mehr. Aber ich kann eine Chance sehen. Die so stark sind, 16, ich habe meine gerade mal auf 5 bringen. Ja, das hält der Held nicht so aus. Ey. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Quantendinger da hinten gebaut. So ganze Batterie voll quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so 8x8 oder so sind es. Ja. Das ist nur eine. Oben habe ich noch mehr, unten habe ich auch noch ein paar hingestellt. Weiß ich nicht, wie viel ich insgesamt von diesen Gebäuden habe. Von diesen. Hast du noch mehr von diesen Einheiten hier oder hast du nur die 1? 6 Stück hier. Nur die habe ich. Mehr habe ich von denen. Ja, und das reicht aber auch schon, wenn man die so weit aufgerüstet hat. Ne, deiner ist Stufe 5, zeigt der andere ist Stufe 1. Der ist Stufe 3. Der ist Stufe 5. Ja, du meinst das Level von denen? Nein, bei den blauen meine ich. Quanten-Upgrades. Da siehst du die Stufe. Erhöht Waffenschaden von Einheiten Gebäude. Also wenn ich jetzt nochmal drücken würde, dann habe ich auf 339%. Dann musst du dein Video auch mal hochladen und musst du das mal machen. Ja. Ein
gegnerischer Nexus wurde zerstört. Ja. Okay, gucken wir uns das Ding an. Ja, ich hab die Hälfte mehr von Ausgaben gehabt, wie du Einnahmen hast, also Ausgaben. Wirtschaft. Ja, so Wirtschaft. Bis zur Hälfte habe ich noch mitgehalten, aber dann habe ich ja den großen Schaden bekommen in der Mitte. Dann ging es bei dir auch immer weiter bergauf, da war der Bruch. Ja, ich habe erstmal außen ran lang alles abgegrast, mir war klar, dass du wieder in die Mitte gehst. Einkommen Metall. Einkommen. Ja, ab dem Punkt ging das bergab. Quante habe ich viel zu wenig gehabt. Einkommen Quanta. Da hast du viel mehr gehabt. Das war für dich auch wichtig. Quanta in das investiert. 54.000, kannst du sagen. Ja. Da habe ich viel zu wenig reingesetzt. Das muss ich beim nächsten Mal viel mehr machen. Ja. Weil da konnte ich meine Einheiten übelst pushen und die waren dann am Ende halt so stark, also vom Schaden her und was sie aushalten, dass du dann nicht mehr hinterherkommst. Ja. Ja, gut. Hab ich wieder was gelernt. Also, und hier spielen noch welche. Zwei Partien sind auf. Vor allem zwei Spieler, die machen Strom. Das genauso wie wir. Strom. Ach nee, die spielen 2-2, also insgesamt 4 spielen da in der Lobby. Na gut. Guck mal, ihr lieben Freunde, das war die erste Folge von Ashes of the Singularity Escalation. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Ja. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch immer noch einen schönen Tag. Alles klar. Euer Robin Hood. Bye bye. Und nicht vergessen, Daumen hoch und so weiter und so fort, ne? Könnt ihr machen, oder wollt? Ja, diese Quantenbeschleuniger, die muss man immer wieder bauen. Und die Verstärker mit Metall. Ja. Um uns zu unterstützen, also, ne? Könnt ihr gerne machen. Ja. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen üben und dann, ich denke mal, dann kriegt man das noch ein bisschen mehr hin. Dass es noch ein bisschen fairer wird. Er hat jetzt halt vergessen, Robin, die Sachen da unten mit dem Blauen da ein bisschen auszubauen, wo wir schon fast Stufe 20 waren. Ja, na wie gesagt, also, ciao, bis zum nächsten Mal.